Leute, willkommen zu diesem Video. Heute bin ich mal wieder mega hyped, ein Video zu machen, denn ich fasse noch mit das So Leute, und das ist so eine Sache an Gütersloh, die sind so geil, weil ich kann hier wirklich Vollgas geben. Ich kann hier wirklich mega Gas geben und die Straße ist so glatt wie nix, ey. Also das. Leute, willkommen zu diesem Video. Heute bin ich mal wieder mega hyped, ein Video zu machen, denn ich fahre nach Gütersloh zu Luis Seldamund, der auch in diesem Vlog, der jetzt hier verlinkt ist, dabei war. Und ja, wir fahren jetzt gerade hin. Es dauert noch eine Stunde. Und genau, wir sind dann um 18.08 Uhr. Wow. Rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. So, mean Friends, wir sind gleich da, Leute. Ihr habt ganz wenig von der Fahrt nur gesehen, weil ich ganz wenig gefilmt habe, aber wir sind gleich da. Außerdem habe ich dir noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Und zwar habe ich auch gehört, dass er ein iPhone 7 hat. Und habe ich dem auch so eine coole Hülle mitbestellt. Davon weiß er aber noch nichts. Und da wird er sich bestimmt ein bisschen drüber freuen. Ich glaube, der wird die auch richtig cool finden, die Hülle. Und deswegen gucken wir mal seine Reaktion darauf. Wir sehen uns gleich. Hallo. Normal kann er sich auch benehmen. Oh, wie dick ist das Zimmer? Oh. Wie geil! Wie geil ist das denn hier? Als ob du ein Sofa hier noch. Ich dachte, das wäre ein Stuhl. Ich dachte, das ist auch ein Stuhl. Hallo! Oh, warte mal, ist voll dunkel, ey. So, jetzt kannst du Hallo zu meinem Vlog sagen. Ey, Leute, hallo, guckt euch, darf ich das Zimmer zeigen? Okay, das hier ist ein Lautsprecher. Das hier ist ein Laptop. Ey, guckt euch das mal an, ey. Voll geil. Guck mal, ich dachte immer, du sitzt auf so einem Stuhl, aber er sitzt auf so einem fucking Sofa. Boah, wie geil wäre Netflix denn hier? Ja, mach das. Warte mal, Zelda? Ja. Hast du dein Handy zufällig hier? Ja. Oh, achso, okay, ja gut, alles gut. Ja, nee, ich wollte nur wissen. Ein paar Sekunden später. Ey, Flo, guck dir mal, du musst mir mal meine neue Handyhülle angucken. Die ballert richtig aus. Ja, guck dir die mal an, Alter. Hier. Mega, oder? Krass. Mega. Ja, ist dein. Ist dein Handy. Das war das, was ich gehört. Ich glaube, ja. Ey, wie geil. Direkt zweimal bestellt. Ist ja der Hammer, mega. Oh Mann. Ja, das ist wirklich der Hammer. Ja, weil die sieht halt gleich aus wie das Handy. Ja, jetzt kommt unser Handy zu wechseln, das ist eigentlich. Hey! Ja, das sieht schon Hammer aus. Match, ne? Ich habe nur die Kamera anders, aber ich finde, das sieht sogar besser aus. Achso, ja, dann ist doch gut, dass man wenigstens was unterscheiden kann. Ja! Dann morgen. So, Leute, ihr habt von dem letzten Tag eigentlich sehr wenig gesehen. Das ist schon der zweite Tag. Heute nehme ich euch mal ein bisschen mehr mit. Wir sind gerade aufgestanden. Oh mein Gott. Zählte. Ja, gestern war mega nice. Heute Abend machen wir noch einen Insta-Livestream. Mal gucken, was ich damit alles mitfilme. Wird aber mega nice und wir sehen uns nachher. I'm sorry if it's all too much. Every day you hear I'm healing. Sechs Stunden später. So Leute, wir sind gerade auf dem Weg zu einer Einkaufsmeile, die Zelda total toll findet. Okay, eigentlich nicht. Wir gucken mal, gehen auf jeden Fall noch in die Stadt, machen heute Abend Livestream und gehen noch essen irgendwo. Also ja, es wird schon nice. Und guckt euch mal diese eklige 700 an. Leute, wir sind jetzt hier gerade in Rewe. Gönnt euch einfach, wie viele geile Süßigkeiten hier sind. Oh mein Gott. Hey, Sealton. Ja. Tschüss, meine Freunde. Wir fahren jetzt gerade hier mit den Fahrrädern von ihm da. Wir fahren jetzt in die Stadt und gucken nochmal, was man sich so holen kann für heute Abend. Genau, wir kommen zum
paar Sachen für den Stream. Hier ist voll viel los. Und ich habe eine Pizza bestellt. Mal gucken, ob die auch wirklich so geil ist, wie er gesagt hat. Wir werden so gegen 23 Uhr streamen. Dafür kaufen wir noch vielleicht ein paar Sachen. Es ist gerade 16.04 Uhr. Und ja, wir gucken, wie das Essen wird. Irgendwann später. So, meine Pizza ist jetzt da. I just wanna be part of your Leute, wir sind jetzt hier gerade mit Essen fertig gewesen und jetzt gehen wir in den DM. Das hier ist geil, das ist geil. Also das ist, Was? Es gibt mehrere. Was ist hier passiert? Aua. Was ist hier passiert? Warum ist runtergeworfen? Ich glaube, da ist das eine oder andere Milou an mir. Wie kann das denn passiert sein? Ey? Das... wegmachen. Ja, okay, warte. Ich muss das ja abkratzen. Ich muss abkratzen. Ach Mann. Lass mich kurz gucken. Ist da noch was? Ich hab kein Video in der Hand. Ne, da ist nichts mehr. Oder hier ist noch ein bisschen. Ja, da ist nichts mehr. Ne. So, holen wir uns zwei davon. Eine für meine Sister und eine. Nee. Boah, das sieht ja geil aus. Nee, Alter, du hast Milou an meine Cam. Was? Du hast Milou an meine Cam gespielt. Hä, nur an deine Kamera? Was? Also was an deiner Kamera ist. Ja gut, das scheint dann aber dann das Letzte zu sein, oder? Mann, Alter. Ja, warte. Ja, deswegen gucken mich die Leute ja an. Die Kamera. Did it. Och, die ist behindert. Oh nein, das jetzt tut mir das voll leid, dass ich das gemacht habe. Oh, die Arme. Warum? Ich kann nicht wegrennen, guck. Oh, doch, kann sie wohl. Okay, es tut mir noch nicht leid. Okay, Leute, wir fahren jetzt wieder nach Hause. Wir sehen uns gleich. I feel so fat. I feel so fat. Das heißt, mit diesen beiden wunderschönen Fahrrädern nach Hause. Wir sehen uns gleich. So, und da werden wir wieder zu Hause, mean friends. Und ja, wir warten jetzt eigentlich nur noch chillen ein bisschen und dann sehen wir uns im Stream wahrscheinlich wieder. Später. Wir streamen wir gerade hier auf Instagram. Ihr könnt ihr sehen, da schreiben gerade ganz viele Leute. Da auch noch bei Zelda. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich für dieses Video. War sehr chaotisch und ich wusste nicht genau, was wir alles machen. Aber es war mega geil. Und noch ein bisschen von dir. What's your problem, man? Hast du schon. Bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Ja, und genau das war die letzte Aufnahme, in der ich noch vernünftig laufen konnte. Genau nach dieser Aufnahme ist das Beschissenste passiert, was eigentlich wirklich passieren konnte. Außer ich wäre fucking gestorben oder so, also... Was ich dachte so, das wäre das Letzte, was passieren kann. Aber es ist passiert. Vorweg, diese ganzen Effekte und sowas haben sehr viel Arbeit gekostet. Das wäre mega nice, wenn ihr das so ein bisschen schätzen würdet. Und viele haben sich gewünscht, dass ich darüber rede, was passiert ist. Und ja, Kamera an. Also, was ist passiert? Wie fange ich an? Ich bin eigentlich ein sehr vorsichtiger Fahrer, vor allem wenn ich keinen Helm auf habe, passe ich immer sehr auf. Und es ist auch eigentlich kein schlimmer Unfall gewesen. Auf jeden Fall auf den ersten Blick. Und ja, es war so, ich bin mit dem Board gefahren und wollte in den schnellsten Modus gehen. Die Sache dabei war, dass mein Controller sehr wenig Akku hatte. Und ich dann, sagen wir mal so, beim schnellsten Modus anfahren wollte. Und irgendwie hat das Board dann, also ich war nicht mal schnell, ich war nicht schnell. Ich war, keine Ahnung, 12 km/h oder so. Nur ich wurde halt von diesem Ruck, wenn ihr auf diesem Board steht, dann, es ist zwar nicht schnell, aber es hat halt diese Beschleunigung gerade drin. Und genau in dem Moment bremst dieses Board ab und ich fliege nach vorne. Es war nicht schnell und ich bin auch sofort wieder aufgestanden. Hab gesagt, alles gut, nichts passiert.
Hättest du wohl gerne. Hättest du wohl gerne nichts passiert. Ja, genau. Es ist nämlich schon was passiert, was ziemlich als Beschissenes passiert. Denn wir sind nämlich danach weitergelaufen. Mit diesem Bein bin ich weitergelaufen. Das kann ich mir jetzt schon gar nicht mehr vorstellen. Aber man hat es wirklich nicht doll gemerkt. Ich habe zwar gemerkt, ja, da ist irgendwas, aber ich habe nicht gemerkt, was. Ja, die Sache ist jetzt, ich bin die ganze Zeit drauf rumgelaufen und dadurch hat sich dann dieses, ich sag mal so, es ist Blut in mein Gelenk reingegangen und das hat wehgetan. Genau, ich war dann das erste Mal wieder bei Zelda und da habe ich schon gemerkt, scheiße, das Bein, das tut langsam richtig weh, beziehungsweise das Knie. Und ich konnte schon nicht mehr richtig die Treppe hochgehen, aber es ging noch alles. Ich habe mich da hochgequält. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt und dann sind wir eine Stunde gefahren und danach war wirklich Ende. Ich konnte das Bein nicht raus. Es hat so wehgetan. Also ich konnte mich gar nicht bewegen. Es war wirklich, wirklich schlimm. Also ich habe mich dann aufs Sofa gelegt, dachte so, okay, alles wird gut. Aber es wurde immer, immer schlimmer. Und es war erst immer so, nur wenn ich aufgetreten habe, war schlimm. Aber irgendwann wurde es zu einem permanenten, richtig, richtig, richtig nervigen Stechen. Und ab diesem Zeitpunkt hörte das auch nicht mehr auf. Wir sind dann irgendwann, weil ich dann wirklich fast schon kollabiert bin. Ich musste dann aus dem Wohnzimmer rausgehievt werden sozusagen. Ja, und dann ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil das ging wirklich gar nicht mehr. Und ja, daraufhin wurde mir dann gesagt, dass ich zwei Optionen habe. Eine gute, eine schlechte. Die gute wäre, es ist einfach ein Bluterguss gewesen, der einfach in dieses Kniegelenk reingegangen, was ich hoffe. Der schlechte ist aber, was auch leider sein kann, dass ich einen Meniskusriss habe. Und wer nicht weiß, was ein Meniskusriss ist, das ist, ja verdammt, googelt einfach. Nein, Spaß, okay. Ja, ein Meniskusriss, genau, und Meniskusriss ist ziemlich bitter. Bei mir könnte man das tatsächlich noch annähen, aber dafür ist natürlich eine OP dann benötig. Das heißt, ich werde jetzt erstmal in zwei Wochen nochmal gecheckt. In so ein MRT komme ich dann. Und dann checken die nochmal alles ab. Und wenn dann das bestätigt wurde, dass ich Meniskusriss habe, dann werde ich auch wahrscheinlich sehr schnell operiert. Wo ich natürlich jetzt nicht so hyped drauf bin, muss ich echt sagen. Vor allem, weil ich noch sehr viel vorhabe eigentlich. Und ja, das zieht mich einfach ein bisschen runter, muss ich einfach sagen. Es ist einfach scheiße. Ja, Laufen ist komplett nicht mehr möglich gewesen. Am nächsten Tag haben wir dann so ein Mittel bekommen, was diesem Schmerz hilft. Einmal Schmerzmittel, einmal so ein allgemeiner irgendwie, das allgemein dieser Wunde irgendwie hilft, ich weiß es auch nicht. Habe ich dann genommen und die Schmerzen wurden dadurch wirklich, wirklich besser, sodass ich mich teilweise auch wieder bewegen konnte. Aber wirklich, wenn man sich so 15 Minuten hingelegt, das war wirklich so schlimm. Und ja. Ich habe auch dann auf Snapchat was geschrieben und ganz viele Leute haben mir so nette Sachen geschrieben. Und dann habe ich versucht einzupennen. Und am nächsten Morgen, ich hatte halt frei am nächsten Morgen, Schule frei. 5 Uhr bin ich wach geworden und ich konnte nicht mehr schlafen. Also ich konnte echt nicht mehr schlafen und normalerweise pennt man aus, aber ich war hellwach. Also das war so am Schmerzen, da musste man einfach aufstehen. Und dann bin ich irgendwie runtergegangen und dachte mir so, weil immer wenn ich ein bisschen gelaufen bin, wurde es immer ein bisschen besser. Und dann bin ich halt runtergegangen und hab dort dann mich hingelegt und wieder dieses Zeugs da genommen und dann ging es auch erstmal wieder. Und jetzt muss ich echt sagen, der Heilungsprozess setzt ein. Das lässt mir auf jeden Fall Hoffnung machen, dass es kein Meniskusriss ist. Denn ist es natürlich nicht ausgeschlossen und ich hoffe, ihr wünscht mir da Glück. Die ganzen Leute, die mich angeschrieben haben, deswegen wollten es einmal wissen, jetzt habe ich es gemacht. Hab noch ein bisschen coole Effekte drauf gemacht, noch ein bisschen spannend gemacht. Vielleicht war es ja ein bisschen übertrieben, ich weiß, kann sein. Aber es war ja im Prinzip alles die Wahrheit und jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, ich habe auch ganz viele gehört, dass andere schon ähnliche Sachen haben, sogar noch deutlich Schlimmeres. Und I feel you. Also ich weiß auf jeden Fall, wie scheiße das ist. Und ich habe ja noch nicht mal sowas der schlimmsten Art. Und das ist schon so höllisch. Also das Video geht jetzt auch schon ziemlich lange. Einer meiner längsten Videos schon fast. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt nicht sowas, so eine Scheiße wie ich. Ich hoffe, ihr könnt noch laufen. Ich hoffe, ihr könnt noch alles machen. Ich hoffe, ihr frei bewegen, genießt jeden Tag. Ich habe wirklich an dem Tag gedacht, boah, wäre das jetzt geil, wenn das nicht so wäre. Und wenn ich die Zeit zurückgehen könnte. Aber es geht einfach nicht. Also Leute, wirklich, freut euch einfach daran, dass ihr es nicht habt. Freut euch wirklich daran. Und sagt einfach, nice, mir ist das heute nicht passiert. Nice, ich habe heute nicht so eine Scheiße gehabt. Und ich bin sozusagen noch gesund. Und das finde ich, wenn man sowas hat, wirklich, man schätzt sowas. Man schätzt es wieder, ein bisschen zu laufen zu können und sowas. Das ist heftig. Ich finde das cool. Und vielleicht ist es ja auch mal ganz lustige Erfahrung, einfach mal sowas weggenommen zu bekommen, um dann erst richtig zu schätzen, wie es wirklich mal ist. Wie auch, ich rede viel zu viel. Ich hoffe, das Video hat euch super gefallen.
Die Woche war mega geil, bis natürlich auf das Ende. Und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Lasst ein Like und ein Abo da. Ciao! Ja, dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal bei. Lasst ein Like da und ciao!